Für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielleicht als erstes noch mal, man sollte vielleicht, bevor man etwas verkündet, auch alles in trockenen Tüchern haben. Dann hätten wir jetzt hier auch nicht das Problem, was den Vorschuss beziehungsweise was die Zahlung an die Alleinerziehenden geht, weil in der Sache sind wir uns ja hier alle einig. Sie haben von meinen Vorrednern schon viel über die hohen Summen, die wir hier in Familie investieren, und die Projekte unserer Familienpolitik gehört und wie wir unsere finanziellen Spielräume im Haushalt 2017 nutzen. Als Familienpolitikerin freue ich mich, dass wir auch Projekte unterstützen können, die niederschwelligen Zugang zu Hilfsangeboten bieten. Eine gute Ergänzung zum Hilfetelefon gegen Gewalt ist nun die Möglichkeit der Beratung für Gewaltopfer über das Internet. Hier können die Opfer niederschwellige Beratung in einem Online-Chat von Fachleuten bekommen. Ein anderes Beispiel ist das Projekt U25. Dort werden junge Leute im Alter von 16 bis 25 Jahren ausgebildet, um anderen jungen Menschen zu helfen, die sich mit Selbstmordgedanken quälen. Da Verständnis und Zugang unter Gleichaltrigen oft einfacher ist, versprechen sich die Experten wirkungsvollere Hilfe von diesem Ansatz. Gerade junge Leute, die sich so einer belasteten Aufgabe stellen, verdienen besonderen Dank. Mit 17,5 Millionen Euro fördern wir 560 Millionen Mehrgenerationenhäuser in ganz Deutschland. Wir setzen damit ein Zeichen, dass wir den Zusammenhalt der Generationen stärken wollen. Den Zusammenhalt der Generationen stärken wir aber auch in den Familien. Die Familienpflegezeit hilft Menschen, sich um einen pflegebedürftigen Angehörigen zu kümmern. Die Mittel der Darlehen für die Familienpflegezeit werden mit 8,1 Millionen nun weiter um 1,5 Millionen Euro erhöht. Die Jugendverbandsarbeit wird im kommenden Jahr mit 18,7 Millionen Euro gefördert. Dadurch stärken wir die Jugendarbeit vor Ort in den Städten und in den Gemeinden. Der Etat für den Garantiefonds Hochschule bleibt auch 2017 mit 22,9 Millionen Euro auf einem sehr hohen Niveau. Durch qualifizierte Beratungsangebote und die nötigen Sprachkurse ermöglichen wir bereits gut ausgebildeten Flüchtlingen sicher, sich weiter zu qualifizieren. Sie können dadurch ein Studium aufnehmen und so möglichst schnell auf eigenen Beinen stehen. Auch die Jugendmigrationsdienste können ihre gute Arbeit fortsetzen und werden mit gut 50 Millionen Euro in diesem Haushalt finanziert. Bereits in meiner vergangenen Haushaltsrede hatte ich betont, dass das Programm Demokratie leben Gelder mitunter an die falschen Projekte vergibt. Mit 104,5 Millionen Euro kann man viel Demokratieprojekte fördern. Es kommt aber immer wieder in Berichten vor, dass islamische Verbände wie die DITIB oder islamistische Vereinigungen, die jungen Menschen zum radikalen Islam bekehren wollen, eine Bühne dadurch bekommen und dort Projekte gefördert werden, die wir nicht gefördert wissen wollen. Es gab zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Islamischen Vereinsverband Rhein-Main in Hessen. Dieser wurde nach Medienrecherchen glücklicherweise im Sommer gestoppt. Mit DITIB bekam in diesem Jahr in Hamburg und Schleswig-Holstein eine Organisation über eine Viertelmillion Euro, die direkt dem Religionsministerium des türkischen Präsidenten Erdogan untersteht. Solche finanziellen Unterstützungen darf es nicht geben. Diese Projekte sollen ja schließlich von Radikalisierung abhalten und unsere demokratischen Werte vermitteln und fördern. Ich hoffe, dass das Ministerium bessere Kontrollmechanismen gewährleistet und zukünftig keine Mittel mehr an solche Träger vergeben werden. Ich möchte noch auf eine Erfolgsgeschichte hinweisen, wo wir durch die Finanzierung sprichwörtlich Leben retten. Sie alle können sich noch an die Argumente für und gegen die vertrauliche Geburt erinnern. Am 1. Mai 2014 ist das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt in Kraft getreten.
Dadurch erhalten Schwangere die Möglichkeit, ihr Kind anonym und sicher in einer Klinik oder bei einer Hebamme auf die Welt zu bringen. Während der Schwangerschaft und danach werden sie von Schwangerschaftsberatungsstellen und Fachpersonal betreut und begleitet. Mit diesem Gesetz haben wir Schwangeren in Extremsituationen einen Ausweg aufgezeigt. Wir haben Kinderleben retten können, die sonst vielleicht ausgesetzt oder noch schlimmer getötet worden wären. Seit Inkrafttreten des Gesetzes sind 262 Kinder vertraulich geboren worden. Und alleine in diesem Jahr sind 99 Kinder auch in dieser Form sauber und gut geboren worden. Und wir haben damit Leben retten können. Ich habe bei mir bei der Polizei nachgefragt. Seitdem es das Gesetz gibt, gibt es im Umkreis Düsseldorfs nicht ein totes Baby mehr. Und ich freue mich wirklich, 262 Kinder zu retten in der Form. Da können wir alle gemeinsam stolz sein, dass wir das damals hier gegen viele Argumente auf den Weg gebracht haben. Schwangeren in Konfliktsituationen zur Seite zu stehen, ist eine wichtige Aufgabe. Es freut mich sehr, dass wir auch im kommenden Jahr die Projektförderung von Donum Vitae für schwangere Frauen auf der Flucht mit 1,25 Millionen Euro unterstützen. Zum Schluss meiner Rede möchte ich noch auf etwas Grundsätzliches hinweisen. Für mich ist die Familiengestaltungsfreiheit der Eltern das zentrale Ziel einer modernen Familienpolitik. Wir wollen Eltern die Möglichkeit geben, ihre Familien individuell nach ihren Bedürfnissen auszugestalten. Im neuen Haushalt werden wir auch die Sprachkitas weiter fördern. Wir erhöhen den Ansatz dafür noch einmal um 150 Millionen Euro. Mit insgesamt 278 Millionen Euro fördern wir dann die Qualifizierung von Erzieherinnen und Erziehern. Mit dem Elterngeld und dem Elterngeld Plus haben wir zwei erfolgreiche Programme, die Eltern darin unterstützen, den für sie richtigen Weg zu finden. Für 2017 haben wir mit 6,4 Milliarden Euro dafür die Grundlage geschaffen. Wenn ich mit Eltern spreche, dann berichten diese mir häufig, dass sie sich gerne mehr selbst um die Betreuung ihrer Kinder kümmern würden. Dieser Wunsch scheitert aber häufig an der wirtschaftlichen Situation der Eltern. Mit unseren Förderungsmechanismen unterstützen wir derzeit zu einseitig den Kita-Besuch. Stellen wir damit wirklich das Wohl des Kindes an erster Stelle? Sollten unsere Politik nicht mehr darauf abzielen, den Eltern beides, sowohl die Eigen- als auch die Fremdbetreuung, gleichermaßen zu ermöglichen? Das Bundesverfassungsgericht hat das Betreuungsgeld des Bundes aus formalen Gründen gekippt, weil es in der Zuständigkeit der Länder gehört. Die obersten Richter haben aber auch eindeutig geklärt, dass der Staat keine Kinderbetreuungsform einseitig bevorzugen darf. Es geht um Wahlfreiheit. Damit hat uns das Bundesverfassungsgericht auch einen Handlungsauftrag gegeben. Die bayerische Staatsregierung hat das verstanden und eine Vorreiterrolle übernommen. Das Landesbetreuungsgeld des Freistaates Bayern ist ein großer Erfolg. Schon 100.000 Eltern haben es beantragt. Es ist in der öffentlichen Debatte kaum präsent, dass der Kita-Besuch im Schnitt zwischen 900 und 1200 Euro pro Monat pro Kind vom Staat bezuschusst wird. So gesehen ist das eine sehr ungleiche staatliche Förderung eines einzelnen Erziehungsmodells. Für uns sollte das Kindeswohl immer an erster Stelle stehen. Daher werde ich mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass wir Modelle erarbeiten können, wo Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss. Es ist so, dass wir einen sehr guten Haushalt aufgestellt haben, dass wir zusätzliche Modelle entwickeln müssen, die eben weitergehen, dass Eltern wählen können. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch an unseren Haushalter Alois Reiner herzlich bedanken für seine hervorragende Arbeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin.